Guten Morgen zusammen. Heute bin ich mit Marvin unterwegs in unserem Bulli und wir wollen mal eine Tour Richtung Edersee machen. Wetter soll super werden. Wie ihr sehen könnt, jetzt schon strahlend blauer Himmel. Temperaturen sollen angeblich um die 20 Grad sein heute und morgen. Und das für Anfang April ist doch schon amtlich. Nachts friert es noch, aber zu zweit sollte es hier im Bulli auf jeden Fall warm bleiben. Wenn das Navi jetzt nicht die ganze Zeit dazwischen quatschen würde, wäre es natürlich noch besser. Also, bleibt dran und genießt die Tour. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt so... Nee, könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen. Quatsch. Aber wir sind kurz vom Edersee und haben gerade hier dieses Panorama mit dem ganzen Nebel nochmal einfangen können, beziehungsweise tief hängende Wolkendecke. Wir sind jetzt also auf Wolkenhöhe momentan. So tief sind die. Alleine die Fahrt hierhin ist schon klasse, wenn man in seinem Navi eingibt, nur Nebenstrecken. Aber da war es so kurvig, dass man gar nicht filmen konnte. Hier seht ihr jetzt schön die Zufahrt zu dem kostenlosen Parkplatz am Treetop Walk. Oder Baumwipfelfahrt, könnte man auch sagen. Nach 300 Metern links abbiegen in das Brühlfeld. Ja, machen wir. Und wenn man hier langsam drüber fährt, geht das schon. Selbst wenn es nass ist, müsste das gut gehen, weil es größtenteils hier dieser grobe Schotter ist. Jetzt haben wir unseren vorläufigen Stellplatz erreicht. Und je nachdem, was wir jetzt so beim Laufen, Wandern noch entdecken, werden wir hier dann unsere Nacht verbringen. Gibt schlimmere Plätze, glaube ich. Da hinten ist der Edersee zu sehen. Da stehen wir. Und jetzt gehen wir erstmal in die Richtung See. Ja, hier ist jetzt schön zu sehen, der Eingang zum Kletterpark Edersee. Und auf der Seite dieser Treetop Walk, Eichhörnchenfahrt, auch hier direkt am Edersee. Wir gehen gerade schön den Weg hier runter, da sehen wir diese Bruchstelle, wenn man jetzt überlegt. Das hier war der Ast, ich stelle da mal meinen Fuß drauf, damit man mal einen Vergleich hat. Ne? Schuhgröße 46, 45, 46, was der Ast schon für einen Durchmesser hatte, der da rausgebrochen ist. Also ich glaube, der Baum müsste demnächst dann auch mal gefällt werden. Hier liegt das gute Stück noch mit der Bruchstelle, nicht schlecht. Direkt daneben ist dieser Kletterpark am Edersee. Sieht noch alles recht zu aus, ansonsten wäre das vielleicht auch mal ganz interessant, zumal ich ja immer so ein bisschen Probleme mit der Höhe habe und mich dann immer zwingen muss, sowas zu machen, aber letztendlich ist es doch schön. So, direkt vor uns schon der See, wo man auch überall so kleine Zugänge hat, so wie hier, um sein Bötchen oder sonst was ins Wasser zu lassen und zu starten. Wenn man da runter geht, sieht man schön auf der anderen Seite schon das Schloss oben auf dem Berg. Ich versuche das mal so ein bisschen ranzuzoomen durch den Baum. Ich hoffe, ihr erkennt es. Ja, jetzt kann man schon gut erkennen. Ne? Mehr mache ich mal nicht, sonst ist es aus dem Zoom wieder raus. Ansonsten gehen wir jetzt einfach am Ufer entlang, bis wir erstmal bei der Staumauer ankommen und werden so lange hier die Sonne genießen, auch wenn es noch sehr frisch ist. Und einfach entspannt laufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr das erkennt, aber direkt hier vor uns stehen drei Rehe. Ich versuche das mal noch ein bisschen zu zoomen. Sehr schön. Jetzt sind wir mal direkt am Wasser schon. Mal so ein kleiner Schwenk. Ich muss die Kamera jetzt gleich mal ein bisschen höher nehmen. Aber um euch einmal hier das zu zeigen, da Richtung Staumauer. Mit der Sonnenspiegelung im Wasser
und dann ein Blick aufs Wasser. Glasklar. Ich gehe jetzt mal hier diese Treppe eben 2-3 Schritt zurück, damit ihr hier auch schön seht mit den Felsen, wie sich das abzeichnet. Ich hoffe, man erkennt alles. Das blendet auf dem Display ein bisschen, weil ich da auch so eine Panzerschutzfolie drauf habe. Aber es ist wunderschön. Jetzt sind wir genau auf Höhe der Staumauer. Was heißt genau auf Höhe der Staumauer? War? So, dass man es schön erkennen kann. Ich zoome das Ganze mal. Aber ein super Plätzchen. Man kann es hier in der Sonne wirklich gut aushalten. Aber sobald der Wind kommt, merkt man schon, dass wir nur 4-5 Grad haben. Lufttemperatur. In der Sonne wiederum ist es echt schon sehr angenehm. Und die Geräusche hier. Ich bin mal eine Zeit lang ruhig und hört mal. Schweigen und genießen. Hier ist so eine alte Arbeitslore ausgestellt, oberhalb der Staumauer, vom Bau der Edertalsperre von 1908 bis 1914. Gesponsert vom Heimatverein Hempfurt-Edersee. Und wir gehen jetzt weiter runter Richtung Staumauer. Auf dem Weg dahin kommen noch ein paar andere schöne Sachen, die ich euch natürlich auch zeigen werde. Hier sind wir jetzt in dem unteren Bereich. Was ich vorhin sagte, was ich auch sehr schön finde. Ausdrücklich steht natürlich überall dran kein Trinkwasser. Aber ist doch klasse. Im Hintergrund die ganzen Tiere mit so einem Schweißbrenner da reingebrannt. Die Form, das Plätschern der Wasser hier. Und dieser Wasserfaden zieht sich jetzt hier so über das ganze Gelände. Hier an der Wiese gleich vorbei und dann geht es rechts rüber Richtung Staumauer weiter. Und da vorne den kleinen künstlich angelegten Wasserfall von oben zeige ich euch noch. Ansonsten hier schöne Gastronomie. Echt klasse gemacht. Auch wenn gerade zurzeit wieder viel gebaut wird, aber das ist halt so. Jetzt gehe ich mit euch einmal kurz hier rüber. Da ist ein schönes Schild von diesen Edersee-Erlebnistouren. Soll keine Werbung sein, aber da sieht man halt, was man hier alles so machen kann. Es gibt hier den Tierpark, einen Baumkronenweg, man kann mit dem Schiff fahren, ja, zig Sachen. Könnt ihr auch mal googeln. Sehr schöne Ecke auf jeden Fall. Da vorne ist noch ein Springbrunnen. Gibt's einiges zu sehen. Und so sehe das Ganze von oben aus. Ja, wenn das deine Meinung ist, Marvin. Ich gehe jetzt hier diesem Wasserlauf nach und dann kommt man hier schon zu diesem schönen Brunnen. Auch die verschiedenen Fische. Und von hier aus gehen wir rüber zu dem Wasserfall, der unten in so einem kleinen, ja, Wasserbecken endet. Ist halt ein Kreislauf. Man muss ja auch so ein bisschen an die Umwelt denken. Meine ich zumindest. Hier läuft das dann so spiralförmig rein. Und den Verlauf von oben seht ihr ja jetzt selber. Klasse gemacht. So, ab zur Staumauer. Jetzt sind wir hier so ein Stück neben der Staumauer, um das Ganze auch mal von der Rückseite zu zeigen, wo der Ablass im Grunde stattfinden würde. Das Ganze soll bei Nacht beleuchtet sein, von dieser Seite. Das werden wir uns dann mal anschauen, wenn es soweit ist.
Und das natürlich auch filmen, sofern das möglich ist. Was ich auch ganz interessant finde, das Ganze hier wurde ja im Krieg zerbombt. Da gibt es nachher in dem Museum auch noch Berichte drüber. Mal schauen, wie weit wir das alles unter einen Hut kriegen. Und hier dokumentieren können. Ja, mir fehlten gerade so ein bisschen die Worte, wie ihr merkt. Ich hoffe, ich schwenke jetzt nicht zu schnell, weil der Zoom eingestellt ist ein bisschen stärker. Im Hintergrund auch schön zu sehen, die Burg wieder. Aber jetzt geht's endlich auf die Staumauer. Wir gehen jetzt zurück, erstmal Richtung Auto, weil wir Mittagessen machen wollen. Und zwar oberhalb des Sees ging jetzt hier so ein, ja, mehr oder weniger steiler Berg hoch. Und entlang dieses Panoramas gehen wir jetzt hier so einen geteerten Weg, wie gesagt, oberhalb des Sees. Wir sehen und hören uns am Auto wieder. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt wieder am Bulli. Sind angefangen zu kochen. Eben so ein bisschen Reis da draußen. Ist teilweise, fallen einem jetzt noch Sachen auf, was einem fehlt. Zum Beispiel ein vernünftiger Topf. Hier mein Schneidbrett, haben wir schon schön eine deftige Wurst geschnitten. 13 Uhr, wird Zeit fürs Essen. Hier im Bus sind jetzt 15,5 Grad, wie ihr sehen könnt. Ist ganz angenehm. Ich hatte bis gerade die Verkleidung an den Fenstern alle dran. Hinten jetzt mal abgenommen, wie man sehen kann. Das ist dann schon sehr angenehm hier drinnen. Der Reis ist gekocht, die Becher für den Kaffee danach stehen. Ja, so sieht es erstmal aus hier drinnen. Auf der Seite, jetzt liegt hier noch einiges an Zeug rum, was ich gleich einpacken muss. Nicht weiter dramatisch, hier liegt der Schlafsack von der letzten Nacht. Und den Rest zeige ich euch gleich mal, wenn es alles weggepackt ist. Jetzt wird gegessen, wir haben Schmacht. Ja, jetzt ist es soweit, wir essen, genießen. Schönen Reis mit der Wurst, ordentlich gewürzt, mit frischem Pfeffer aus der Mühle. Und sitzen jetzt hier in der Sonne, wenn kein Wind ist, ist echt genial. Der Wind ist noch recht frisch. Aber bei der Aussicht werden wir das jetzt erstmal genießen und danach einen schönen Kaffee kochen. Zeit für den Kaffee danach. Nach dem Essen natürlich, nicht was ihr denkt. Den gönnen wir uns jetzt noch. Dann bleiben wir vielleicht noch ein Viertelstündchen sitzen, hier schön in der Sonne. Und genießen noch ein bisschen die Natur. Und dann laufen wir wieder weiter. So, und das ist jetzt der Gang über die Sperrmauer. Hier in diesem kleinen Gebäude ist die Touristeninformation, wo man auch allerhand Infomaterial käuflich erwerben kann. Oder gegen eine Schutzgebühr von 1 Euro zum Teil. Des Weiteren gibt es noch 2 von diesen schönen Torbögen, wo wir gleich auch schön durchgehen werden. Hier ist nochmal der Blick runter von der Staumauer, was wir vorhin ja von der anderen Seite schon gezeigt haben. Und hier der Blick über die Staumauer zu dem nächsten Torbogen, wo hinter auch wieder so ein kleiner Anbau ist. Hier sieht man jetzt einmal das Kreuzfahrtschiff. Ach, Kreuzfahrtschiff, ja, dieser Ausflugsdampfer, ihr wisst schon, was ich meine. Mittlerweile ist hier auch schon recht voll geworden bei dem Wetter. Aber ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Auch für 2 Tage oder 3 Tage. Hier gibt es so viel rundum. Werden wir euch noch das ein oder andere zeigen. Hier in diesem Durchgangsbogen ist jetzt zum Beispiel das Trauzimmer des Standesamts Edertal. Ist ja auch mal ein nettes Ambiente, wenn jemand einen Versprecher abgeben will. Die Hochzeitsgesellschaft kann derzeit hier warten, unter diesem Dach, während da in dem Gebäude die Trauung stattfindet. Coole Sache. Ja, hier seht ihr unseren Schlafplatz noch schön. Ich hoffe, man versteht noch alles. Wie gesagt, ich habe so einen Windpuschel verloren.
Das wird auf jeden Fall unser Schlafplatz für heute Nacht bleiben. So wie es heute Morgen sich auch schon... Ja, wir haben es heute Morgen halt schon gedacht, dass wir hier bleiben. Es ist so schön ruhig. Es ist keine Menschenseele mehr hier. Wir haben jetzt 7:30 und gehen nochmal Richtung Staumauer. So gute 3 Kilometer müssten das sein, weil die ja nachts so schön beleuchtet sein soll. Das werden wir euch noch zeigen und dann ist der erste Tag auch rum. Wir sind jetzt oben bei der Staumauer angekommen und es ist noch ein bisschen zu hell, deswegen zeige ich euch jetzt eben noch hier diesen Wasserspielplatz, der für die Kinder gedacht ist. Total klasse gemacht. So weit sind wir vorhin gar nicht runtergegangen, aber da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben und heute, ja, wir müssen so auf ungefähr 20 Kilometer kommen, die wir jetzt hier gelaufen sind, ist nicht die Welt, aber ist schön und entspannt vom Laufen her. Und hier, man kann hier über so einen Steg noch gehen, wie ihr seht, Hängebrücken, Seilbrücken, über so kleine Wasserfälle. Und alles kostenlos zu nutzen. Und das ist ja heute auch schon nicht mehr selbstverständlich. Eine wunderschöne Anlage. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit rum. So als kleinen Zeitvertreib. Ich denke mir mal, dieses Video wird wahrscheinlich eh zu lang werden. Aber war halt ein langer Tag. Wir sind seit 6 Uhr heute Morgen auf. Ja, 7 Uhr, 7:30 haben wir im Auto gesessen, um hier hinzufahren. Waren so 10 Uhr ungefähr da. 9:30, 10:10. Weil wir es halt auch entspannt angehen lassen haben. Und daher ist einiges an Videomaterial zusammengekommen. Ich werde es wahrscheinlich auch gleich am Anfang, wenn ich das zusammenschneide, als Text einfügen, dass es ein bisschen länger dauert. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, freut es mich auf jeden Fall schon sehr, weil jetzt kommt noch die Nachtbeleuchtung, wie ich sagte, von der Staumauer. Die geht automatisch an mit so Dämmerungssensoren, sagte man uns. Deswegen, wenn die Laternen angehen, würde auch das Licht an der Staumauer angehen. So lange werden wir uns jetzt hier noch ein bisschen rumtreiben. Ich weiß nicht, ob man es so schon erkennen kann, aber die ersten Lichter sind an. Ich zoome mal da hinten ran. Ja, so erkennt man es schon. Wir warten jetzt, bis es richtig dunkel ist und dann zeigen wir euch das ganze Farbenspiel. Jetzt gerade wechselt die Farbe schon. Oh, ich freue mich. So, ich hoffe für alle, dass das jetzt was wird. Also von der Belichtung her ist das schon schwierig. Ansonsten werde ich noch ein paar Bilder einfügen. So Leute, das war's nun endgültig. Die Nacht ist angebrochen. Ich sitze hier mit meiner Lampe und Marvin, beziehungsweise wir liegen schon, wie ihr vielleicht sehen könnt, anhand der Schlafsäcke. Da liegt noch so eine Made. Und gute Nacht zusammen.